Unsere ist auf Ungerechtigkeit gebaut. In anderen Ländern sieht Kaffeekultur anders aus. Fragen Sie mal Clarisse. Deine Farben sind nicht meine Farben. Mein Geschmack ist nicht dein Geschmack. Deine Dosierung ist nicht meine Dosierung, okay? Meine Fähigkeiten sind nicht deine Fähigkeiten. Dein Riechvermögen ist nicht mein Geruchssinn. Meine Art zu sein, zu leben, zu tun. Deine Methode ist nicht meine Methode. Dein Profil ist nicht mein Profil. Ich frage mich immer noch, was will mir der Geruch des Kaffees vermitteln? Oder besser gesagt, was will mir der Geruch von gerösteter Kaffeebohnen sagen? In meinem Land, ich bin von Ethniegruppe Tio, T-I-O. Kolanüsse ersetzen die Kaffeebohnen. Das heißt, anstatt trinken, wir kauen Kolanüsse. Aus der poetischen Perspektive kann man Menschen auf einer anderen Ebene sehen. Wenn wir die poetische Perspektive einnehmen, dann fangen die Dinge an, mit uns zu sprechen. Und das ist das eigentlich Spektakuläre, das wir ihnen mitzuteilen haben. Aus der poetischen Perspektive erzählen uns die Dinge ihre Geschichte. Menschen erscheinen uns in anderer, in poetischer Gestalt. Und ich glaube, wenn wir die poetische Perspektive einnehmen, dann werden wir reich beschenkt. Das ist jetzt natürlich sehr viel Information auf einmal. Aha, die Geschichten der Dinge. Poetische Charaktere, poetische Perspektive, so. Und wie geht das? So im Alltag? Wie komme ich da dran an die Geschichten der Dinge? Gibt diese Mareile Blendl vielleicht irgendwann wieder einen Workshop, sodass ich das lernen kann? Die Antwort kann Brigitte Ihnen geben. Hier duftet es so aufregend nach Kaffee. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Gibt es Latte Macchiato mit Kirschwaffeln heute? Könnten wir diese schöne Musik ein bisschen lauter stellen und dazu tanzen? Sind Sie heute auch so gut drauf? Könnten Sie bitte den Sonnenschirm aufspannen? Die Sonne knallt so auf meinen Kopf, dass ich Angst habe, mein Hirn könnte austrocknen. Finden Sie auch, dass so viele Fragen im Raum stehen? Was wollen Sie als nächstes tun? Was ist Ihr Ziel? Immer diese Fragen, ob ich wieder was vergessen habe, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe. Am liebsten gehe ich solchen Fragen aus dem Weg. Aber wohin? Zu Ihnen? Das Verrückte ist, dass wir es über diesen Titel rausgefunden haben. Das Café der Fragen. Ich muss ehrlicherweise dazu sagen, dass der Titel aus einem Buch entlehnt ist, das eine der Teilnehmerinnen, Dagmar, zufällig gerade gelesen hat, als wir einen Titel für unseren Workshop gesucht haben. Das Café am Rande der Welt ist eine Erzählung über den Sinn des Lebens. Ich habe es inzwischen auch gelesen und ja, ich kann es Ihnen empfehlen. Es handelt davon, wie man sich selbst die richtigen Fragen stellt. Nach dem Sinn des Lebens. Wir haben nicht nach dem Sinn unseres Lebens gefragt, das käme mir auch anmaßend vor, einen Workshop zu geben über den Sinn des Lebens. Aber die Technik, die funktioniert. Das Fragenstellen.
was Brigitte gerade in ihrem Film versinnbildlicht hat. Fragen sind der Schlüssel zu guten Geschichten. Übrigens auch der Schlüssel zu guter Kommunikation. Stellt euch gegenseitig Fragen und hört dann auch zu, wenn ihr eine gute Antwort bekommt. Die Geschichten, die es dann zu entdecken gibt, unterscheiden sich natürlich. Es gibt dokumentarische Geschichten, wie die des Cafés, und es gibt fiktive Geschichten. Beide machen Dinge sichtbar. Die fiktiven Geschichten sprechen uns auf der intuitiven, emotionalen Ebene an. Die Darstellerinnen aus dem Café der Fragen haben ihre poetischen Charaktere, ihre Figuren in gegenseitigen Fragesitzungen entwickelt. Es sind so gesehen keine Eigen-, sondern Gruppenkreationen, Reaktionen aufeinander. Genauso wie wir ja immer ein anderer sind, je nachdem, wem wir gegenüberstehen. Oder was für Fragen wir uns selber stellen. Und was für eine Geschichte wir uns selbst erzählen. Sie sehen, das führt weit. Unendlich weit. Zeit, sich ein paar Beispiele anzuschauen. Und die Auftritte der poetischen Damen aus Mülheim an der Ruhr anzusehen. Zauber geht durch den Raum. Keiner ahnt es, keiner weiß es. Der eine oder andere kann es vielleicht spüren. La Diva ist nicht wirklich von dieser Welt. Sie ist ein Engel. Die Flügel sind für euch menschliche Wesen nicht zu erkennen. Vielleicht kannst du ein wenig die Aura spüren. Ein ganz kleiner, wenig übersinnlichen Glanz. Da, wenn man genau hinsieht, die Flügel schimmern ein wenig im Scheinwerferlicht. Der Auftritt eines Engels und keiner ahnt es. Und was hast du nun gesehen? Ich heiße Pia. Ich bin die Mutter und die Politikerin und noch vieles mehr. Mutter ist meine Lebensaufgabe. Politikerin ist mein Beruf. Ich liebe meine Lebensaufgabe und schätze meinen Beruf. Mutter ist kein Beruf, sondern geschenktes Glück, erfülltes Leben, voll Liebe, Zufriedenheit, Freunde, Lachen, aber auch Weinen, Sorgen, Aufgabe, Stress, Ängste, schon mal Überforderung, Überlastung, einfach zu viel. Parteivorsitzende hat schon zweimal angerufen, das ist sehr wichtig. Zurückmelden? Wann? Böse sein, das kommt schon mal vor. Ich muss schnell noch einen Blick auf die Kinder werfen, ob die schlafen und alles ruhig ist. Politikerin, warum? Ja, es treibt mich und meine Vision nach vorne. Guten Morgen. Es ist wieder Frühling. Diese Jahreszeit ist mir die liebste. Diese Luft. Ich habe Lust auf Begegnung, auf Austausch. So, jetzt noch die Brille auf. Mir bleibt nichts verborgen. Jetzt bin ich die Zensorin. Wie wunderbar ist mein umfassender Blick. Ich singe an meinem offenen Fenster. So habe ich schon einige Konzertchen gegeben. Auch in diesem Jahr wird wieder Leben am Fenster einziehen. Ich denke darüber nach, ob ich Kaffee ausschenken sollte. Ich könnte die Gäste an meinem Kaffeeritual beteiligen.
ein gehäufter, allerfeinst gemahlener Kaffee in das Briki. Schwarz wie die Sünde. Ein Löffelchen Zucker. Süß wie die Liebe. Klares Wasser dazu und kochen lassen. Fertig ist er, wenn die kleinen Bläschen vom Rand in der Mitte untergehen. Tja, dieser Gedanke ist ausbaufähig. Komm, lieber Mai, und mache die Bäume wieder grün und lass uns an dem Bache die kleinen Veilchen blühen. Wie möchte ich doch so gerne ein Veilchen wiedersehen. Ach, lieber Mai, wie gerne einmal spazieren gehen. Bam, bam, badadam, düdeldi, düdeldi, dumm. Sie sehen jetzt hier den Raum, das Theater, wo Sie eigentlich sitzen würden, wenn nicht alles ganz anders gekommen wäre. Und jetzt müssen wir andere Wege finden, um zueinander zu kommen. Stellen Sie sich jetzt hier ein Feuer vor. Ja, genau. Ein offenes Feuer hier auf dem Bühnenboden. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir es anbekommen haben. Sie kennen das wahrscheinlich. Es dauert immer lange, ein Feuer anzubekommen. Man stopft Papier unter feuchtes Holz. Man hat beim Baumarkt absurd große Holzscheite gekauft, die irgendwie nicht Feuer fangen. Man stopft noch mehr Papier unter die Flammen. Man verbraucht alle Streichhölzer, die man gefunden hat. Man sucht Brennspiritus, Grillanzünder. Und das Ganze geht so lange, bis irgendjemand kommt, der weiß, wie man Feuer macht. Ist immer so. Irgendwann kommt einer oder eine und die kann es einfach. Die legt mit ruhiger Hand Feuer. Und dann sitzen alle da und bekommen heiße Gesichter, glasige Augen, starren in die Glut, schweigen, so wie wir jetzt, und beschwören 7 Frauen aus Mülheim herauf. Sie haben sich den ganzen langen Winter online per Zoom getroffen, um zusammen kreativ zu sein. Eigentlich säßen sie jetzt hier am Feuer. Marlies, Brigitte, Renate, Dagmar, Welinka, Claire und Clarice. Sie haben sich schick gemacht. Sie sind aufgeregt, voller Vorfreude. Sie möchten Ihnen die Ergebnisse Ihrer gemeinsamen Arbeit vorstellen. Sie haben sich den ganzen Winter über online getroffen, um zusammen kreativ zu sein, Theater zu spielen, Texte zu schreiben. Ich habe Sie dabei unterstützt und angeleitet. Alles, was entstanden ist, kommt direkt aus Ihnen, aus den Frauen. Auch jetzt organisiere ich es nur. Mache es sichtbar. Ihren Workshop haben die 7 Café der Fragen genannt. Weil das geschlossene Café für sie während der Lockdowns zum Sehnsuchtsort geworden ist. Cafés sind Orte der Begegnung, der Flüchtigkeit, der Beobachtung, aber auch des Austauschs, auch Orte für Lebensart, Genuss. Andere Menschen brauen Kaffee für uns, richten ihr Kaffee ein, backen Kuchen, verwöhnen uns.
Cafés sind soziale Orte, sie ersetzen Kultstätten und ermöglichen Begegnung. Cafés sind Orte, an denen wir uns gegenseitig Fragen stellen können. In unserem Stück würden die Frauen jetzt hier um das Feuer sitzen. Sie hätten ihre Kaffeemaschinen von zu Hause mitgebracht und würden Kaffee brauen. Es würde aromatisch nach Kaffee duften, es würde brodeln. Clarisse hätte ihnen am Eingang eine kleine grüne Kaffeebohne in die Hand gedrückt, so eine. Sehen Sie, die ist grün. Bevor Kaffee geröstet wird, sehen alle Kaffeebohnen so aus. Heben Sie die bitte gut auf. Die brauchen Sie nachher. Clarisse hätte Ihnen die Bohne, wenn wir nicht Corona hätten und uns ganz normal begegnen könnten, übrigens heimlich zugesteckt. Sie hätte es dabei vermieden, Sie anzusehen. Und Sie hätten auch kaum zurückgeguckt. Die Bohne wäre richtigerweise auch keine Kaffeebohne. Es würde sich vielmehr um eine Cola-Nuss handeln. Ein Geschenk, das dem Genuss und der Einladung auf eine Tasse Kaffee in unserer Kultur entspricht. Sie dürfen sich nicht dafür bedanken, das wäre unhöflich. Behalten Sie die Bohne einfach. Eine grüne Kaffeebohne, Kaffee im Rohzustand. Ein Samen der Kaffeefrucht, ein Bild für den Ursprung des Kaffees. Der aber hier und heute in dieser Live-Lecture eine Cola-Nuss darstellt. Eine Schauspielerbohne. Wie gut diese kleine Kaffeebohne ihre Rolle spielt, liegt übrigens an Ihnen. Daran, wie sehr Sie in der Lage sind, eine Cola-Nuss zu sehen, wo eine Kaffeebohne ist. Die restlichen Bohnen würde Clarisse gerade rösten in einer alten Pfanne über dem Feuer. Der Duft im Theatersaal wäre jetzt schon umwerfend. Bitte riechen Sie jetzt kurz an Ihrem Kaffee. In unserem Stück hätten die Frauen ihren Kaffee natürlich auch getrunken. Und dann hätten sie ihre Tassen umgedreht und hätten sich gegenseitig gezeigt, wie man im Kaffeesatz liest. Das haben wir nämlich zuerst getan, im Workshop und auf der Bühne. Und dabei hat sich herausgestellt, dass es unterschiedliche Methoden gibt. Falls ihr es mal ausprobieren wollt, was ich euch raten würde, müsst ihr euren Kaffee orientalisch zubereiten, als Mokka. Dafür brüht man gemahlenen Kaffee filterlos mit heißem Wasser auf, wartet, bis der Kaffeesatz sich legt, trinkt den Mokka mit viel Zucker, legt eine Untertasse auf die Tasse, dreht Tasse und Untertasse kurz auf den Kopf und dann wieder um. Der Fleck, der danach am Boden der Tasse sichtbar bleibt, ist der Kaffeesatz. Aus dem könnt ihr was über eure Zukunft rausfinden. Ein paar kleine Tipps zur Interpretation. Beim Lesen unterscheidet man helle und dunkle Tassen. Ist eher wenig Kaffeesatz am Boden der Tasse zu sehen, wie jetzt hier bei mir, wird die Tasse als hell bezeichnet. Über den Befragten sagt das aus, dass es ihm zurzeit seelisch gut geht und er ein generell glückliches Leben führt. Ist dagegen sehr viel Kaffeesatz erkennbar, der Tassenboden also dunkel, belasten den Befragten Sorgen und Probleme. Blumen stehen für Erfolg. Je besser sie zu erkennen sind und je größer die Blumen, desto beeindruckender ist der Erfolg. Dreieck, ein Wandel steht bevor. Herz, sie werden geliebt. Marlies hat ihre Gedanken zum Kaffeesatzlesen in einem Text zusammengefasst. Geheimnisvoll das Ergebnis eines Kaffeezeremoniells. Auf dem Boden der kleinen Espressotasse ist der Bär los. Ja, sozusagen ein kleines Mini-Theater, ein Kosmos für sich. Ich kann es gar nicht fassen, was ich da alles sehe. Da ist irgendein Tier auf dem Grund der Tasse. Daneben sind filigrane Muster, Bahnen, Punkte. Mal fester Prutt, mal zerlaufen. Figuren, Wege, Licht und Schatten. Ich liebe Kaffeesatzlesen. Am schönsten wäre jetzt noch eine Atmosphäre in Plüsch und Samt und etwas dunkel bei gemütlicher Beleuchtung. Irgendein geheimer Zauber. Und natürlich die menschliche Nähe. Zwei, drei, vier Personen, die zusammen sind und sich zuhören und sich wegträumen in etwas Fantastisches. Riechen Sie jetzt bitte nochmal an Ihrem Kaffee. Was sagt Ihnen der Geruch? Schließen Sie die Augen. Fokussieren Sie das Bild, das vor Ihrem inneren Auge jetzt entsteht. Trinken Sie Ihren Kaffee am Morgen im Schlafanzug, vielleicht sogar im Bett? Liest Ihnen Ihr Mann dabei Gedichte vor? Oder die Zeitung? Falls Sie alleine leben,
trinken Sie ihn mit Milch? Jetzt im Winter vielleicht in der Dunkelheit? Die Geschichte, die Ihnen jetzt einfällt, ist Ihr Weg zum Glück. Sie haben nämlich die poetische Perspektive eingenommen. Ihr Kaffee hat angefangen, Ihnen seine Geschichte zu erzählen. Er erzählt jedem die seine. Kaffee hat nämlich viele Gesichter. Aber das kann Ihnen Claire am besten zeigen. Die hat nämlich für Sie die Gestalt des Kaffees angenommen. Wenn ich der Kaffee wäre, so hätte ich mich über die vielen Jahre sehr verändert. Früher, in den 60er Jahren, war ich sehr elegant, wenn nicht sogar arrogant, in wunderschöner Kleidung mit Blümchen und Gold verziert. Mein Parfum war würzig herb. Ein helles, fast weißes Mäntelchen umgab mich. Man musste Zeit mit mir verbringen. Ich war immer in Gesellschaft und wurde hoch geschätzt. Man liebte mich. Heute bin ich austauschbar. Gekleidet in Einheitskleidung, meine Vorzüge werden kaum beachtet. Man kann mich überall bekommen und mit hinnehmen. Die Begegnung ist flüchtig und schnell. Meine Hülle wird wie vieles in dieser Zeit entsorgt. Meine Reste versinken im Asphalt. Es wird über mich hinweggetrampelt. Das macht mich traurig. Auch gibt es mich in Roboterform, in stählender Kleidung mit kühlem, dunklem Design. Man braucht nur einen Knopf zu drücken und ich reagiere prompt. Zwar mache ich widerstrebende Geräusche, aber ich liefere, was von mir verlangt wird. Dafür werde ich bezahlt. Hilfe, ich will hier raus. Es gibt aber noch Menschen, die mir Zeit widmen. In weiße, glänzende Kleidung gehüllt, besteht meine Oberfläche aus Schaum, wie aus dem Meer geboren. Oft verziert ein Herz meinen Abschluss. Dann gibt es mich auch in durchsichtiger Kleidung. Ich offenbare allen mein Inneres. Nichts kann ich verstecken. Sofort erkennt man meine Vorzüge. Ich bin eine Augenweide im Auge meines Betrachters. Lasst es euch schmecken. Aber zurück zum Feuer. Zurück zum Café der Fragen, in dem der Text von Claire entstanden ist. Wir sind dem Kaffee natürlich noch viel weiter gefolgt. Hier bei uns, in Deutschland, in Europa, vor allem in Italien und Frankreich, hat er sein elegantes Erscheinungsbild, das Claire uns gerade gezeigt hat, mit einer Oberfläche aus weißem Schaum, in das Baristas Herzchen zeichnen können aus Kaffee. Aber wenn man ihm weiterfolgt, dem Kaffee, verändert sich sein Gesicht. Es kommt halt immer auf die Perspektive an. In Deutschland ist das erste Kaffeehaus im 17. Jahrhundert eröffnet worden, in Bremen. Das Kultgetränk gab es schon früher. Das hatte ein Augsburger Mediziner 1582 auf einer Orientreise entdeckt. Ursprünglich kommt der Kaffee aus Afrika und wurde der Überlieferung nach von Ziegen entdeckt. Die liebten die roten Kaffeebohnen und sprangen nach deren Verzehr aufgeregt herum. Über 50 Milliarden Euro ist der Markt für geröstete Bohnen schwer. Fast 1 Billion Tassen der schwarzen Droge werden weltweit jedes Jahr geleert. Allein in Deutschland schüttet jeder Erwachsene durchschnittlich 162 Liter pro Jahr in sich hinein. Für die Konsumenten wird der Kaffee immer wieder neu erfunden, immer wieder neu verpackt. Doch die Geschichte dahinter ist eine uralte. Sie erzählt davon, dass viel von dem, was heute Globalisierung heißt, in Wahrheit immer noch Kolonialismus ist. Unsere elegante Kaffeekultur wird leider mit Ausbeutung und Kinderarbeit bezahlt. Leider ist das so. Jeder hat seine eigene Geschichte mit Kaffee.